Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport FIFA 2. Und für diese Folge war ja eigentlich mal vorgesehen, dass ich hier ein bisschen Schönbau mache und dekoriere von unserem neuen Güterterminal. Aber ich habe das ganze Layout mal so ein bisschen auf mich wirken lassen. Das sieht ja alles ganz schön aus, hat auch mit den zwei Depots und so. Aber ich habe da einen Logikfehler drin. Weil mal angenommen, hier fahren die Güterzüge so rein, ne? Und hier ist gerade belegt oder so. Und die fahren dann hier rein auf die Abstellung, um zu warten. Dann müssten die, also vor allem wenn die hier bei den drei Gleisen sind, erstmal auf die Hauptstrecke hier wieder rausfahren und dann wieder reinfahren. In der Zeitpunkt würden sie ja das Gleis hier belegen. Und hier haben sie nicht wirklich Platz. Um jetzt zum Beispiel den Zug in der voller Länge, der könnte ja nicht rausfahren. Das könnte höchstens vielleicht in Teilen machen, dass du dann halt irgendwie abkuppelst und so. Macht das keinen Sinn. Und du kommst halt, wenn du hier nach draußen fährst, halt nur auf dem Bahnsteig da, nicht auf den. Für das musst du wieder auf die Hauptstrecke da rausfahren. Also werde ich das alles hier wieder abreißen. Und dann werden wir da ein großes Ausziehgleis machen. So erstmal die Idee. Und von dem Ausziehgleis kommst du dann hier auf alle Gleise hin. Und nebenbei dann irgendwie das Depot hin. Wie genau ich das jetzt machen werde, ist eine gute Frage, aber ich werde jetzt erstmal das hier alles abreißen und mir dann irgendwie was Schönes überlegen. Vielleicht reiße ich hier noch ein bisschen mehr ab, den Bereich hier so. Ich werde das auf alle Fälle wieder ein bisschen in Timelapse machen und kommentieren. Und dann schauen wir mal, was das Endresultat ist, was vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht als wie das da. Also, wir sehen uns im Timelapse. Ja, und dann geht's auch schon los. Ich fange mit dem an, was am meisten wehtut. Erstmal komplett alles abreißen, was da gerade geht. Wenn ich mal denke, wie viele Stunden ich jetzt in dem ganzen Projekt verarbeitet habe. Also mit dem Video da jetzt, wo es dann schlussendlich fertig worden ist, waren es dann knapp 3 Stunden für das ganze Terminal. Und das ist jetzt runtergebrochen auf eine halbe Stunde, dank Timelapse und Co. Aber ja, so Schönbau ist halt schon sehr zeitintensiv. Und ja, da geht es dann schon los mit den neuen Schienen. Habe ich dann versucht, irgendwie die Mitte zu kriegen, dass ich dann kann, okay, wie ziehe ich dann schön. Zum Schluss bei den Ausziehgleisen habe ich dann eine kleine Kurve gemacht, weil ich wollte es dann doch nicht gerade machen. Und wir haben ein doppeltes Ausziehgleis, einmal für oben die Terminals und auch dann für unten. Und dann ging es dann darum, an die ganzen Ziehharmonikaster zu ziehen, so nenne ich das jetzt mal. Und auch Abstellgleise bzw. die Kreuzungen, dass man wirklich von jedem Gleis auf das andere reinkommt. Es ist natürlich ein bisschen Overkill, was ich gemacht habe und würde mir vermutlich in echt nicht ganz so machen. I know. Aber ja, je länger ich es anschaue, umso mehr gefällt es mir dann eigentlich. Also das Endresultat hat mir dann schon wirklich sehr gefallen. Hier habe ich dann auch schon die Gleise für das Depot dann schon mal rausgezogen, weil Depot musste da irgendwie sein, dass die Loks da mal irgendwie reinfahren können, wenn jetzt irgendwie ein Schaden ist oder vielleicht sogar ein Wagen, wer weiß. Heißgelaufenes Lager oder sonstiges kann man es da drin reparieren, also nichts Großes, aber Hauptsache es ist da. Und ja, ich habe das dann später auch noch erweitert mit ein paar Abstellgleisen, das sollte man dann eigentlich noch sehen, inklusive Tankstelle und Co. Und das ab und zu bis dann ein bisschen Neubau, dass ich nicht ganz passt habe, und dann haben wir noch hier ein paar Stop-Signs sind da noch gewesen, die ich ja vorhin platziert habe bei der letzten Episode, und das haben dann alles weggetan. Ich habe nicht alles im Timelapse mit aufgenommen, das werden wir noch ganz zum Schluss sehen. Da werde ich dann nochmal drauf eingehen, weil ab und zu, als ich mir dann, dass ich die Bauphase gehabt habe, und dann schaue ich mir das Video an, was ich gemacht habe, und dann ist mir doch noch eingefallen, man könnte vielleicht noch das machen, aber das waren also kurze Sachen, und das ist dann nicht im Video drin. Da noch ein paar Abstellungen hier hinten. Das hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber doch, warum auch nicht. Da kannst du mal kurz da reinfahren. Vielleicht ist da eine Glas oder eine Eck oder so und hilft dann quasi beim Reinschieren. Gleise habe ich dann alle nochmal standardisiert mit dem Standardgleis. Das war aber primär wegen dem Prellbock, weil das bei dem, es ist ein Bullhead oder Bullhead Gleisen, den englischen irgendwie die Dinger nicht da sind. Und dann natürlich überall die Reinschieren-Signale, die alten englische. Heute, also das ist jetzt quasi ein Tag nach dem Ganzen, habe ich mir dann überlegt, ob ich mal eventuell als Acid diese ganzen Drähte damit reinmache für die ganzen Signale und die dann zum Stellwerk führe.
Mir fällt jetzt gerade der Fachbegriff dafür nicht ein. Aber das wäre noch irgendwie ein schönes Ding. Ist die Frage, ob ich das noch mache. Eventuell in der nächsten Episode, weil das ist ziemlich fummelig, das Ganze dann zu machen. Ja, und da kommen schon die ersten Sets, wie die Tankstelle. Und dann später natürlich auch die Lokomotiven, die ich dann hinstelle. Und da habe ich mich dann entschlossen, dass ich hier mal die Ziehharmonikas nochmal neu mache, um zu gucken, ob ich das ein bisschen besser hinkriege. Denn ich habe hier, also ich wollte eigentlich hier die Signale ein bisschen sauber platzieren, dass die halt hier wirklich alle auf der gleichen Höhe sind. Und hier ziehe ich es halt nochmal runter. Und hier dieses Abstellgleis, das wollte ich nochmal drin haben. Und das habe ich versucht, so lang zu ziehen, wie es eigentlich nur irgendwie geht. Hauptsache, dass es gerade ist. Und wir haben jetzt zwar eine leichte Überschneidung hier mit dem weichen Körper, aber ich denke, das ist okay. Ich meine, das ist ziemlich kleiner Bereich, wo hier die Lok hingehen kann. Aber hier ist eine Klasen Lake, die passt da ganz gut hin. Und da kommen auch schon die ersten Rangierlokomotiven nehmen, die passen ganz gut. In unterschiedlicher Ausrichtung. Aber Drehscheibe haben wir hier noch keine. Eventuell baue ich noch mal einen hin, aber andererseits, jetzt sieht es eigentlich so gut aus, bis jetzt fertig ist. Mal gucken. Ich habe ja schon bei Folge 19 ja schon gesagt, das ist ja eigentlich aber fertig. Jetzt baue ich trotzdem noch weiter. Hat ja doch Potenzial. Ja, und das ist der Prozess, der halt in Echtzeit recht lange dauert, hier die erste Züge. Was jetzt so richtig viele erste sind. Und da scrolle ich durch und scrolle ich durch und denke, ja, was passt denn jetzt? Was könnte man jetzt da reinmachen? Wie machen wir das? Aber leider das schon, das braucht schon eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis ich hier so die richtigen Sachen drin habe. Und natürlich auch gerne mal ein bisschen experimentieren. Und ich glaube, das wäre in Echtzeit echt langweilig. Oh ja, Class 45 mit ein paar Tankwagen hinterher, britischen natürlich. Und auf die anderen Gleise werden wir dann ebenfalls Güterzüge hinmachen, aber mit unterschiedlichen Wagen, ein bisschen Abwechslung hier drin haben. Dass ein bisschen was los ist, damit es nicht so leer ist. Das finde ich immer so schade bei anderen Community-Maps, die haben mega Gleisvorfeld. Und das haben wir auch bei dem Community-Special, also was die Community so baut, ja auch gesehen, dass es halt nicht voll ist, dass halt nichts los ist. Deko, finde ich, muss halt schon irgendwo sein. Und klar ist nicht jeder ein Schildbau, aber so ein bisschen Deko wäre halt schon cool. Und die sind ja mega lang, die Dinger. Ich habe es mir gar nicht angeschaut, was Transport Fever sagt, was man da eigentlich reinladen könnte. Ich habe den noch nie verwendet, jetzt nur hier zum ersten Mal als Asset. Dann also kleine Shunter-Lokomotive. Schön Bea-Blau. Auch für die Dampflok natürlich. Noch so ein alter Wasserturm. Noch nicht abgerissen. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber er steht noch da. Also wenn ihr einen Mod habt, der die ganzen Assets ein bisschen besser sortiert, dann schreibt es mir das in die Kommentare rein. Weil ihr seht, ich scroll bis zum geht nicht mehr. So, und da habe ich jetzt mal versucht zu schauen, ob ich da irgendwie mit dem Mod hier irgendwie schöne Güterwagen rauskriege. Bei dem Mod kann man ja wirklich jeden Wagen hier platzieren, den man irgendwie importiert hat. Und der macht das als Asset verfügbar. Und da habe ich mal für diese Schüttgutwagen da entschieden. Relativ modern. Warum auch nicht. Und da kommen dann noch Class 66 und 67, glaube ich, habe ich dann hin platziert. Vorne und hinten hin. Da passt zu dem modernen Setting hier. Genau. Und zwar von der DB. Und die fahren tatsächlich so in England rum. DB Schenker macht da Frachtverkehr. Aber dem Menü, was ich jetzt da drin habe, wäre irgendwie so eine Kategorisierung noch ganz fein, weil das hat alles in einer Schlange drin. Wir sagen kann, okay, das ist der Typ und von den Varianten. Aber ich glaube, das ist ziemlich schwierig umzusetzen, so wie halt Transport FIFA aufgesetzt ist. Ja, damit dachte ich, okay, wir machen da zwei Class 8, wir sind ja nur 9 hin und die rangieren dort mit dem ein bisschen rum. Die eigentliche Lok ist gerade zum Beispiel da oben bei der Tankstelle.
Vorausschauenderweise habe ich dann hier schon mal unsichtbare Güterbahnhöfe gebaut für Schattenfahrten, denn die werden dann später auch noch kommen, damit hier was los ist. Und dann bin ich jetzt hergegangen hier mit dem Pinsel und habe noch ein bisschen Schotter auf der Seite so ein bisschen hingemacht, damit es ein bisschen schlüssiger ist, damit das nicht sofort ins Grün rübergeht. Und dann ganz zum Schluss noch das Terrain angepasst, damit es ein bisschen schöner ist. Wird aber nicht das letzte Mal sein, dass ich das mache. Ich mache das dann nochmal, weil ich dann auch mit den Gebäuden ein bisschen experimentiert habe. So, also der Umbau ist eigentlich soweit fertig und ich habe schon mal ein bisschen Deko hingestellt. Und ich glaube, das macht halt so wesentlich mehr Sinn. Ich meine, klar, die Ziehharmonikas hier, die gehen schöner und sind dezenten Overkill. Aber man kommt jetzt von jedem Gleis auf das andere und man hat hier sogar zwei Ausziehgleise. Und die sind, glaube ich, recht lang. Also das müsste eigentlich passen, um das einen langen Zug hier reinzukriegen und dann fährst du wieder retour, je nachdem wie du halt rangieren willst. Man könnte jetzt natürlich noch sagen, auf der anderen Seite wäre jetzt natürlich auch noch Rangiermöglichkeit nötig. Andererseits kann man sagen, okay, die Lok fährt ein bisschen raus, dann macht man hier Stopp für Rangierfahrten und dann fährt ihr halt wieder hier rein. Das ist aber nicht so schlimm, als wenn es eine einzelne Lok ist, also wie der ganze Verband hier. Was ich jetzt noch machen möchte, ist eine Schattenfahrt und ich will dabei diese zwei Bahnsteige nutzen. Und die meiste Zeit soll der Zug aber hier drin stehen und dann wird er hier reinfahren. Dann hat man hier eigentlich die Gleise, wenn wir sie brauchen, alle drei primär nutzen können. Sprich, wir sagen jetzt hier Schattenfahrt. Wir fangen mit Gleis 2 an. Und fährt dann von Gleis 2 auf das untere Ausziehgleis. Fährt dann wieder hier hin, aber dieses Mal ist es Gleis 3. Von Gleis 3 fährt er dann hier oben hin. Und fährt dann wieder hier rein. Okay. Bei Gleis 1 soll er nicht sehr lang stehen bleiben. Sagen wir mal, eine solide Zeit. 30 Sekunden? Das kann man dann auch bei 3 sagen. Einen Moment. 30 Sekunden. Und beim Ausziehgleis soll er recht lang stehen. Ich würde sagen, machen wir mal. Ja, machen wir 2 Minuten 40. Ne? Okay. Gut, dann sagen wir da mal Güter, Scheinfahrt 1. Warte mal, Güter, Scheinfahrt London 1. Okay. Geld haben wir ja genug. Er muss zuerst hier raus, also nehmen wir mal das Depot hier. Vielleicht so einen gemischten Güterzug. Was können wir denn das alles verwenden? Das ist Deutsch. Machen wir sowas. Ja, das gefällt mir. Vielleicht noch ein bisschen was Altes hinterher. Weil es ist vielleicht ein bisschen zu alt. Gut, man könnte auch sagen, es sind noch ein bisschen Postsachen mit dabei. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. 173 Meter, dann braucht man eigentlich eine ganz gute Lok hier drauf. Was will ich da drauf haben? Was haben wir hier noch nicht? Class 56. Wobei, es ist eine Rangierfahrt, ne? Jetzt was, wir machen das mal mit einer Class 08. Du kommst hier mal nach vorne und hinten stellen wir auch noch mal. Wobei, na, lass mal die vorne. 200 Meter.
Autosave. Save mal bitte. Okay, und jetzt bitte auf die Scheinfahrt. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Klar, ich meine, der wird jetzt hier da durchfahren, aber das tun wir jetzt mal ignorieren. Das ist jetzt nur mal für die erste Ausfahrt. So, komm mal raus, mein Junge. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, hier die Rail-Freight-Wagen drauf. Machen wir mal ein bisschen schneller. Und die alten Postwagen. Sehr gut. Andererseits, was mir jetzt nicht so ganz gefällt. Ich glaube, es macht Sinn, dass die Postwagen alle auf einer Seite sind. Aber sie wechseln die Bahnsteige links und rechts. Nö, wisst was, das lassen wir so. Das wird schon passen. Höchstgeschwindigkeit von dem Ganzen ist 32. Also so oder so wird er nie wirklich schnell. Was wir jetzt noch machen für die Optik. Mal kurz her. Gleise 20. Wenn wir das mal hier alles upgraden, damit das hier gleich aussieht. So, bitte nochmal das andere Gleis hier. Dankeschön. Und auch das, das und das. Sieht man den Übergang hier? Ja, gut, hier ein bisschen. Wenn man genau hinschaut. Ansonsten ist das jetzt alles hier einheitlich. Da müsste ich mir jetzt überlegen, ob ich da irgendwie eine Steinmauer oder sowas hinmache. Hier hätte ich es gerne wieder flach. Und wir müssten noch irgendwie einen Straßenanschluss hier machen. Nach hier unten. Und wenn es ein kleiner Weg ist, der bis hier hingeht und dann der Straßenanschluss hier irgendwie so rauf. Und das sieht doof aus. Das da. Betriebsgebäude könnte man dann hier noch hinklatschen. Ah, na, da kommt jetzt aber der Retour dazu hier. Okay, das gefällt mir mal. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen Action drauf. Sehr nice. Geht aufs richtige Gleis hier runter. Die Frage, wie das aussieht, wenn er dann da hinten steht. Dann mal kurz vorspulen. Ist gerade nicht wirklich schneller. Aber okay. Wenn man das richtig timet, könnte man das sogar mit zwei Zügen machen. Aber ich glaube, es. Okay, wir lassen es erstmal rein. Oder ich glaube, da muss man langsam hier anhalten. Okay, und so bleibt er dann stehen. Ja, perfekt. Cool. Ja, dann würde ich sagen, tue ich mir dann noch irgendwas einfallen lassen bezüglich der Straße. Und dann können wir eigentlich weitermachen. Oh, da kommt der echte Güterzug rein. Nice. Machst du auch was mit? Oh ja, hat er auch. Sehr gut. Und wird dann hier reingeladen.
Das funktioniert. Okay, also ich tue mir nochmal da hinten mal was überlegen. Ich komme gleich wieder.
So, liebe Leute, das Güterterminal für London ist jetzt endlich fertig und ihr seht es hier schon. Ich habe hier eine zweite Schattenfahrt. Das heißt, die Class 47, die macht hier eine Tankfahrt. Fährt da hinten zur Tankstelle, bleibt da recht länger stehen und fährt dann wieder retour. Overall hoffe ich mal, dass euch die Timelapse und vor allem die Cinematic Views zum Schluss gefallen haben. Die waren ziemlich aufwendig zum Rennen, haben wir sehr lange gedauert, aber ich glaube, es sieht echt schön aus. Das ganze Terminal hat gar nicht mal so viel Assets, aber auch die wenigen schauen echt gut aus. Und ja, ich denke, es sieht wesentlich realistischer aus, jetzt so wie wir es jetzt gebaut haben. Klar, diese Harfe hier und auch der Bereich da, den könnte man wesentlich besser machen und optimierter. Aber es hat schon was, wenn man sich das Gleisvorfeld hier so ein bisschen anschaut. Was man jetzt noch machen könnte, ist natürlich hier die ganzen Drähte und Co. Für das Stellwerk machen, dass die hier nach hinten gehen. Das wäre natürlich noch Wasser. Das ist zwar ziemlich frimmelig, aber das wäre natürlich so ein Task für hier. Schreibt es mal vorne für in die Kommentare, wie euch das hier so gefallen hat. Und was ihr da vielleicht noch anpassen würdet. Und ja, mal schauen, was das nächste Projekt ist. Aber das hier hat mich jetzt knapp, ja, anderthalb Tage ein bisschen braucht. Würde man sagen, effektiv 8 Stunden. Inklusive, also Bauen und Videoschnitt und Co. Was hat Spaß gemacht? Hat schon was. Also Schimmbau. Schimmbau. Schimmbau ist schon etwas, was mir wirklich gefällt. Eventuell könnte man das hier hinten jetzt noch anpassen, dass man das ein bisschen optimierter macht. Das muss ich schon mal so ein bisschen auf mich wirken lassen, dass man das hier noch anpassen. Ansonsten gefällt es mir. Klar, hier der LKW-Bahnhof, der. Ich wünschte, da gäbe es auch einen anderen Bahnhof für den. Aber ansonsten hier, der Hauptbereich, gerade mit den LKWs hier, ist okay. Jo. Soweit erstmal zu unserem Güterterminal für London. Mal schauen, was wir als nächstes bauen. Also, bis demnächst.